Warum du trotz Pamela Reif Workouts nicht schlank wirst. Du willst einen flachen Bauch haben, schlanke Beine und machst Pamela Reif Workouts, aber irgendwie tut sich da nichts und du fragst dich, was sollst du jetzt noch machen? Ich verrate dir, mach nicht diese Pamela Reif Workouts. Es gibt viel bessere Varianten und die verrate ich dir jetzt hier in diesem Video. Deswegen pass auf jeden Fall auf und bleib dran. Du machst diese Workouts, weil du Fett verbrennen willst, abnehmen willst, aber auch Muskeln aufbauen willst. Ich verrate dir, für beide diese Sachen sind diese Workouts nicht optimal. Diese Workouts verbrennen eigentlich in der Regel fast nur Kalorien und da gibt es 100-mal bessere Varianten. So ein Pamela Reif Workout kann ungefähr 80 Kalorien verbrennen, um den Dreh. So, das dauert dann eine halbe Stunde, manchmal länger. Die Workouts, die weniger dauern, die verbrennen auch weniger Kalorien. Bei einem richtigen Krafttraining, was du machst, richtige Übungen, und das muss nicht wie ein Bodybuilder sein, sondern richtige Übungen, die verbrennen viel, viel mehr Kalorien und du baust noch Muskulatur auf. Und jede Muskulatur, die du aufbaust, ist quasi wie so ein Verbrennungsmotor, der die ganze Zeit Kalorien verbrennt, Kalorien verbrennt, Kalorien verbrennt und im Endeffekt willst du dadurch viel mehr abnehmen. Das heißt, diese Pamela Reif Workouts machen Spaß, das ist so ein guter Hintergedanke hinter, ist auch besser als gar nichts zu machen, aber es gibt 100-mal bessere Alternativen. Das erste, was du wissen musst, ist, die Ernährung ist viel, viel effektiver und kein Workout der Welt wird eine Ernährung outperformen können. Das heißt, fokussiere dich hier auf die Ernährung auf jeden Fall. Ernährung macht bis 80-90% aus und du kannst auch komplett ohne Sport wirklich abnehmen, einen flachen Bauch bekommen. Kommen wir mal zurück zu den Workouts. Nochmal kleiner Disclaimer, ich will jetzt hier niemanden schlecht reden, das heißt, die Pamela Reif ist super drauf, habe ich persönlich auch schon getroffen, ich habe überhaupt nichts gegen sie und das ist eine coole Sache, dass es die Workouts gibt. Es ist aber wichtig, dass du nicht verzweifelst, wenn du diese Workouts machst und keine Erfolge siehst, denn diese Workouts sind auch nur wie ein kleines Tool, wo du so ein bisschen Kalorien verbrennen kannst, aber es gibt halt 100-mal bessere Alternativen. Und wenn so ein Workout 10 Millionen Aufrufe hat, also 10 Millionen Menschen das gesehen haben, dann machen 10 Millionen Menschen das gleiche Training. Und das ist nicht optimal. Jeder braucht ein individuelles Training. Jeder sollte für sich, für seine Situation, für seinen Körpertyp, für sein Ziel individuelle Übungen haben mit einer individuellen Aufteilung. Wenn jeder das gleiche Workout macht, dann wird nicht jeder die gleichen Ergebnisse erzielen. Das heißt, da ist eine Frau, die ist 1,80 Meter groß, wiegt 110 Kilo, ist vielleicht übergewichtig, hat vielleicht noch kaum Sport gemacht. Die macht das gleiche Workout wie ein 50 Kilo Mädel, was siebenmal die Woche ins Fitnessstudio rennt, was sauschlank ist und definiert. Die machen die gleichen Workouts und das ist einfach nicht zielführend. Du brauchst ein Training, was für dich passt und dann wirst du auch schnell Erfolge sehen. Diese Workouts sind wirklich grundsätzlich ganz gut, um Kalorien zu verbrennen. Die machen auch Spaß und es ist auch ganz cool. Ist besser, als würde man gar nichts machen. Viel schlauer ist es aber, ein richtiges Training zu machen. Denn wenn es dein Ziel ist, abzunehmen, fokussiere dich auf die Ernährung und schau, dass du wirklich beim Training dann auch die richtige Übung machst, damit du wirklich Muskulatur aufbaust. Diese ganzen Übungen, die du dort siehst, sind ganz cool, wirklich um Kalorien zu verbrennen, aber nicht optimal für den Muskelaufbau. Beispielsweise eine Übung, wo du deine Beine so ein bisschen hebst, da schwitzt du von, aber wirklich Muskulatur wirst du davon nicht aufbauen. Viel bessere Übungen gibt es zum Beispiel für die Beine, für den Po, wo du wirklich reine Muskulatur aufbaust. Sowas wie Kniebeugen sind zum Beispiel 100-mal besser, anstatt irgendeine Übung, wo du deine Beine so ein bisschen hebst. Das sieht vielleicht komisch aus, ist für den Muskelaufbau aber nicht optimal. Wenn du einen flachen Bauch bekommen willst, schlanke Beine bekommen willst etc., dann ist sowieso das Training nicht das A und O. Du kannst auch komplett ohne Sport abnehmen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du das verstehst. Was ich an der Stelle machen würde, ist auf jeden Fall, deine grundlegende Bewegung in deinem Alltag zu erhöhen. Das heißt, schau, dass du dich in deinem Alltag viel bewegst, dass du viel spazieren gehst, viele Schritte machst, generell Bewegung reinbekommst. Das macht viel, viel mehr aus, denn dadurch wirst du viel mehr Kalorien verbrennen etc. Ich verstehe natürlich auch, warum man Lust hat, solche Workouts zu machen. Diese Workouts haben Millionen von Aufrufen und Vorbilder wie Pamela Reif oder andere Menschen machen diese Workouts. Dann denkt man sich, hey, okay, das muss ich jetzt auch machen, wenn ich so aussehen will. Die gehen dann 10, 15 Minuten, sie gehen auch relativ schnell. Um Kalorien zu verbrennen, ist es auch super. Aber für einen flachen Bauch, für schlanke Beine gibt es viel, viel bessere Alternativen. Weil, seien wir mal ehrlich, wer hat Bock für den Rest seines Lebens 6-7 Mal pro Woche irgendwelche Tanzworkouts zu machen? Wenn du da Bock drauf hast, kannst du es gerne machen, aber es ist nicht notwendig. Diese Workouts haben 10 Millionen Aufrufe davon. Wie viele davon haben wirklich dadurch effektiv abgenommen? Sehr, sehr, sehr wenige. Weil ob du jetzt so ein Workout machst oder ob du jetzt 20 Minuten draußen spazieren gehst, kommt im Endeffekt aufs Gleiche raus. Das heißt, ich würde mir diese Zeit für die Workouts sparen, lieber generell Bewegung in den Alltag einbauen und wirklich richtige
Trainingsübungen einbauen, mit denen ich wirklich Muskulatur aufbaue. Am Bauchbereich, an den Armen, dass hier nichts mehr wackelt, dass alles schön straff wird, Beine, Taille, Po und so weiter. Das lohnt sich wirklich. Damit sparst du dann wirklich Zeit und es ist viel effektiver. Was ich bei den meisten leider sehe, ist, dass sie solche Workouts machen und das geht ja nicht nur für Pamela Reif, sondern auch für ganz viele andere Leute, die Workouts anbieten oder die sie zeigen. Das spricht auch nichts gegen, aber man macht diese Workouts, ist dann meistens relativ wenig. Das führt dazu, dass man vielleicht auch abnimmt, aber einfach viel bis sehr viel Muskulatur verliert. Denn nur weil ein Muskel am Brennen ist, durch beispielsweise irgendwelche Beinübungen oder durch Po-Übungen oder Bauchübungen, heißt es nicht, dass du dort Muskulatur aufbaust. Wenn du einen Plank machst für deinen Bauch und die Bauchmuskeln quasi anspannst, heißt es nicht, dass sie dadurch wachsen. Du musst richtige Übungen einbauen, mit denen du den Muskel richtig kontrahierst und dann baust du dort auch Muskulatur auf. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte einen flachen Bauch bekommen, ich will schlanke Beine bekommen, ich will endlich einen schön definierten Körper bekommen und will wirklich wissen, wie es geht, dann solltest du dich jetzt auf jeden Fall mal für ein kostenloses Erstgespräch bei uns bewerben. Klick einfach mal unter diesem Video hier auf den Link www.henryzelt.com. Mach gerne mal ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. Dann sprichst du mit mir persönlich oder einem Experten aus meinem Team über deine Situation. Wir schauen, wo du stehst und was dein Ziel ist und schauen auch, wie wir vielleicht dir mit dem Coaching helfen können, deinen Traumkörper zu erreichen. Deswegen klick jetzt auf den Link, mach das kostenlose Erstgespräch, gib diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal hier, damit du keine neuen Videos verpasst. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Henry und ciao.